Fight Nummer 11 heute. Iman Chahal in Rot, groß gewachsen, lange Reichweite, lange Arme, Sie sehen es selbst, gegen Vitaly Pokutnyuk, ganz in Blau. Der aber Druck macht, der hinterher läuft, seinen Weg sucht, versucht ihn abzuschneiden. Immer eine Sache, die man mag oder auch nicht mag. Ich muss es nicht unbedingt haben. Ich habe entweder vollen Fokus im Ring und habe danach oder davor meinen Spaß. Aber für die Zuschauer und für seinen Gegner sicherlich nicht das beste Verhalten. So dominant, dass angezählt werden muss in der blauen Ecke. Und so schnell gehen die 2 Minuten vorbei. Zu sicher. Schlägt entsprechend. Kann 2-3 Mal perfekt landen. Und die blaue Ecke bei Vitaly wird erneut angezählt. Ich denke mir mal, das geht dann nicht über 3-mal anzählen. Da wird der Referee sagen, das ist mir jetzt zu dominant. Das wird nicht funktionieren. Linke war mal durch. Oh, geschoben. Er wird ermahnt, das geht nicht. Man muss sagen, Vitaly Pokutnyuk ist noch nicht so weit. Iman ist definitiv der schnellere, der erfahrene Mann. Die letzten Sekunden. Und das Ende der Runde 2. Durch das Anzählen in Runde 1 und Runde 2 punktetechnisch für Vitaly nichts mehr zu holen. Es sei denn, ihm gelingt hier tatsächlich noch ein K.O., wovon ich nicht ausgehe. Deshalb sehen wir gleich
Die Runde 3, die wahrscheinlich ähnlich ablaufen wird, denn so ein hohes Risiko einzugehen, macht für Vitali da keinen Sinn. Für ihn, er ist noch jung, er ist 15 Jahre, hat zwei Kämpfe, macht jetzt seinen dritten Kampf sicherlich sehr, sehr gut. So einen Kampf gegen einen stärkeren Gegner mitzunehmen, da weiß er genau, was angepasst, was adjustiert werden muss, um das auch zukünftig zu bestehen. Und da bin ich mir sicher, der ist auf einem guten Weg, denn er wird beim nächsten Mal, und davon gehe ich aus, deutlich stärker rauskommen. So, Runde 3. Hat sogar seine Momente. Und wenn er die ausbaut, dann... Ja, zum Beispiel hier gesehen, schön nach vorne links reingezogen, die rechte Schlaghand mitgenommen. Na, das war kein Schlag auf den Hinterkopf, da hat sich Iman getäuscht. Schön, die rechte. Ja, auch das schüttelt einmal durch und Iman muss die Doppeldeckung hochnehmen. Macht seine Spirenzchen, macht seine Spielchen. Wie gesagt, das gefällt mir nicht. Das hat mit zum einen Respekt nichts zu tun, auch wenn ich mich dermaßen dominant fühle und weiß, dass ich hier gewinnen werde. Das macht man einfach nicht. Das kommt auch beim Publikum, auch wenn das später mal weitergehen sollte, nicht gut an. Sowas bitte nicht. So, noch 15 Sekunden auf der Scheibe. Nicht schieben. Zweite Ermahnung in dieser Hinsicht und das war das Ende der Runde 3. Und wie gesagt, ich bleib dabei. Iman Chahal hat so seine... Wir haben so seine Verhaltensweisen und Vitali hat durchgehalten, dementsprechend ein Erfolg dafür und das gibt sicherlich auch Auftrieb und auch im Trainingsfleiß nur das Beste für den nächsten Kampf. Winner in the red corner, unanimous decision, Iman Chahal.